Die Marktbedingungen haben sich hier rigoros geändert. Ja. Welche Auswirkungen hat das auf Ihr Unternehmen? Ich musste meinen Stand rigoros zusammenfalten, quasi, auf die minimalste Größe. Die Attraktivität stirbt da natürlich auch ein bisschen, ja, dadurch. Und der Stress ist immens, ja, für alle Beteiligten. Haben Sie schon bemerkbare Umsatzeinbußen? Also im Augenblick ist es ja sowieso schwierig, durch die wirtschaftliche Situation und auch durch die Kälte, durch die Witterungsverhältnisse. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, wenn es wieder wärmer wird und die Touristen hier wieder in großer Zahl ankommen, die wollen ja was vom Tag haben, also kommen sie auch früher hier auf den Markt. Das heißt, ich bin noch voll beim Aufbauen und die Kunden wollen schon was von mir. Und das ist unerträglich für beide Seiten. Und kein Italiener oder Spanier oder so würde das verstehen. Warum bei uns so rigoros darauf gepocht wird, dass um 8:30 angefangen wird aufzubauen. Das gibt es nirgendwo in Berlin. Das gibt es wirklich nur hier. Die Hauptauswirkung, die ich hier spüre, ist, dass der Markt deutlich später losgeht, dass ich jetzt hier immer noch beim Aufbau bin und dadurch natürlich auch viel Verkaufszeit weggeht und sich das natürlich auch nachher bemerkbar macht. Und es macht viel Stress, weil die Abläufe, die vorher ineinander gegriffen haben, jetzt einfach nicht mehr so funktionieren, wie sie es taten. Genau, und das macht halt sehr viel, ja, macht es kompliziert. Für uns bedeutet das, dass wir innerhalb kürzester Zeit hier aufbauen müssen. Die Vorbereitungszeit für den Markt in der Woche ist sehr viel ausgedehnter. Und die Kunden, die das noch nicht wissen, die kommen hierher und sehen, dass der Markt noch gar nicht geöffnet ist und können ihr Tagesprogramm am Samstag überhaupt nicht erledigen. Das heißt, das Ganze, diese anderthalb Stunden später, wirkt sich nicht nur bei uns aus, sondern auch bei den Kunden. Wir müssen mehr Personal einsetzen, weil wir schneller aufbauen müssen. Und wir sind abends später zu Hause. Aber es ist in Ordnung, das ist okay, das würden wir in Kauf nehmen. Aber morgens diese Zeit ist sehr, sehr, sehr hetzig im Moment. Das macht uns arge Probleme im Moment. Naja, es macht sich auf jeden Fall bemerkbar, weil der erste Schub, der für morgens kam, vorm Frühstück, schon recht gut eingekauft hat. Also zunächst einmal wusste ich überhaupt nichts von den veränderten Öffnungszeiten. Und wenn das bedeutet, dass sie später sind, wovon ich jetzt ausgehe, weil noch nicht alle fertig sind, finde ich das schlecht. Weil wir mit Kind früh unterwegs sind und dann bringt mir 10 oder 11 Uhr nicht viel. Ja, ich stelle mich jetzt darauf ein, dass ich etwas später auf den Markt gehe und das bringt unseren traditionellen Samstagsablauf ein wenig durcheinander. Das heißt, wir können erst mal eine Stunde später einkaufen. Und weil unsere Kinder sowieso sehr früh wach sind, wäre es natürlich schön, wenn der Markt wieder früher offen hätte. Naja, man kann ein paar Stündchen mehr, ein Stündchen ausschlafen. Das ist in Ordnung. Ich habe kein Problem damit. Haben Sie irgendwelche? Aber morgens wird die Zeit knapp beim Vorbereiten. Also das gleiche Problem haben ja auch die anderen Gewerbetreibenden. Sie haben also im vorderen Bereich morgens Schwierigkeiten, dann pünktlich fertig zu werden. Ja, es ist sehr knapp. Also ich bin mit meinem Bruder normalerweise hier, er kommt gleich wieder. Und zu zweit ist nicht schwer gewesen. Was wünschen Sie sich? Wünschen Sie sich dort auch Veränderungen, dass es wieder mehr Zeit gibt? Wie früher am besten. Ja, dass zumindest die Aufbauzeit wieder rückgängig gemacht wird. Dass man wenigstens ab 7 wenigstens oder 7:30 aufbauen kann. Dass die normale Breite eingehalten werden kann. Ja, auf anderen Märkten ist es wesentlich enger und da macht keiner so einen großartigen Stress. Also wünschen würde ich mir natürlich, dass der Markt wieder wie früher losgehen könnte. Genau, und dass es ein bisschen mehr Harmonie zwischen den Anwohnern und den Markttreibenden gibt. Ich wünsche mir zunächst einmal, dass Anwohner und Markthändler und Organisatoren einfach gut zusammenarbeiten, dass es hier friedlich abläuft, dass alle irgendwie von dem Markt profitieren, dass auch die Anwohner vielleicht ein bisschen respektvoller mit uns umgehen. Ich wünsche, dass sich das mal langsam hier normalisiert. Also für uns ist es ziemlich
schlimm, weil ich manchmal 8 Uhr morgens dran bin und muss mit meinem Kind raus und bin viel glücklicher, wenn ich schon um 9 Uhr morgens da sein kann. Aber heute war es ein bisschen später. Hm. Haben Sie denn irgendeinen Wunsch in Richtung Öffnungszeiten? Ja, also desto früher, desto besser, würde ich sagen. Ein wunderschönes Wochenende. Ja, danke. Tschüss. Was halten Sie von den veränderten Öffnungszeiten?